So, wir müssen ja dann da vorne links abbiegen. Beziehungsweise geradeaus. Soll ich mir jetzt hier quer über alle Bahnen rüberstellen? Ja, das wäre fies gegenüber denen, die da rechts rumrollen, ne? Na, warten wir mal. Ja gut, so viel Verkehr ist hier sowieso nicht. Das Nachladen hier von der ganzen Szenerie, das ist schon extrem, finde ich. Und dabei spiele ich noch nicht mal auf den höchsten Einstellungen, die es gibt. Ja, nun übertreibt es man nicht jetzt. Guten Tag. Hallo. Hallo. Alle drin in der guten Stube? Und dann jetzt mal los hier. Nein, 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 nein. Na komm schon. Eine Ewigkeit hier. Ich bin übrigens die Linie hier auf der Hamburger Map mit dem 109er schon mehrmals gefahren. Die 688er hier, die fahre ich jetzt das erste Mal. Scheint doch nicht ganz so lang zu sein, wie die vom 109er. Durch ein bisschen laufen. Da, der Sound von den Falltüren, das ist schon.
Das fährt sich schon wie Sau. Dach schön. Moin, moin. Museum für Geschichte. Mahlzeit. Mahlzeit. Ab geht er. Ich mache übrigens immer gleich alle Türen auf, wenn jemand aussteigen will, weil ich nicht weiß, an welcher Tür derjenige steht. Bevor es da zu Missverständnissen kommt.
Hallo. Ah, ich hab's geahnt. So lang kam die Strecke gar nicht vor. Oh, was denn? Links abbiegen, geradeaus, links abbiegen, geradeaus. Die große Bergstraße. Na, dann kommen Sie mal rein. Moin. 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 Boah, haben Sie mal auf die Uhr geguckt? War denn so spät? Nee, ich habe leider keine Uhr im Bus, deswegen. Sorry, sorry. Bisschen schneller fahren. Fahren
Sie denn? Was heißt das denn? Naja, ich denke, ich soll schneller fahren. Das ist so ein Ruckel hier. So geht das nicht. Ihr kleinen Scheißer. Erst rumnörgeln, wenn der Bus zu spät ist. Und wenn er dann mal ein bisschen zügiger fährt, dann passt es auch nicht. Na, fahren wir mal hier drüben auf die Busspur. Den müssen wir, glaube ich, sowieso rein. Oh Mist. Jetzt sehe ich die Busampel hier nicht. So ist besser. Und ich glaube, dann sind wir schon am Bahnhof Altona. Altona oder Altona? Oder wie spricht man das eigentlich aus? Ja, gut, man hätte sich natürlich auch mal noch schlau machen können, was die Zeichen da bedeuten. Sie ist jetzt wahrscheinlich so viel wie freie Fahrt. Naja, gut. Egal, zu spät sind wir sowieso schon. Haben sie gleich noch einen Grund mehr rumzunöbeln da? Also. So, und damit wären wir am Bahnhof Altona. Lass mal die Leutchen alle raus. Oh ja.
Okay. Ja, gut. War jetzt halt mehr oder weniger so eine kleine Testfahrt. Und damit will ich mich auch schon wieder verabschieden. Vielen Dank fürs Zusehen und ja, vielleicht kommt noch der ein oder andere Folge halt. Bis dahin, tschüss, macht's gut.